I would like my country to be a better country. There are a lot of people that they don't go to school because they don't have money. They have to work to be able to support the family. So I would like them and me to study more to be able to have a better life. In bereits in den ersten Tagen 2010 haben wir eine Rundfahrt gemacht, hinter die Kulissen quasi, wie die Menschen wohnen. Wir haben uns diese Müllberge angesehen, wir haben gesehen, wie die Kinder in der Armut leben. Und das hat uns natürlich auch bestätigt, hier aktiv zu werden und diese Schule zu bauen. Die Gitter gefallen mir nicht so wirklich, das wird in unserer Schule sicher anders sein. Wir arbeiten vor allem mit El Perú, heißt die Gegend. Das ist so wie ein Vorort von La Ceiba, wo wirklich die arme Bevölkerung lebt. Hay tanta necesidad. Tanta necesidad y pocas personas para ayudar. Right now, Honduras is going through a very difficult time in the education. It's very dark right now. The school has the elements that are really going to help the poor people. Ja, Honduras hat sich ergeben aufgrund unseres Kooperationspartners, das Medical Care Center La Ceiba. Und mit denen gemeinsam als Kooperationspartner wurde es uns möglich, hier in Honduras eben unser Schulprojekt zu starten. Denn in so einer fremden Welt ist es natürlich ganz, ganz schwer, ohne einen dementsprechenden Partner so ein Projekt umzusetzen. Es hat schon ein wenig gedauert, weil man muss dann sehr lange rumschauen, ob irgendwo ein geeignetes Land zur Verfügung steht. Und wir haben jetzt eines gefunden, das in einer sehr, sehr armen Gegend ist. Und ich werde alles daran setzen, alles, dass wir in einem Jahr anfangen können. Und diese Kinder, die wir heute gesehen haben, mit ihrem Lächeln, mit ihrer Freude, mit allem, was sie haben, weil das sind so arme Kinder gewesen, haben nur Freude an einem kleinen Fähnchen. Und das macht das Herz groß, das macht die Seele offen, dass wir in einem Jahr anfangen können. Wir werden hier am Grundstück eine Grundschule bauen und wir werden den Kindern nicht nur dort Schreiben, Lesen und Rechnen beibringen, sondern ihnen auch handwerkliche Kurse und Ausbildungsmöglichkeiten anbieten. Und zusätzlich zu den Kindern möchten wir auch für Erwachsene am Abend Kurse anbieten, damit sie ihre Schulausbildung nachholen können, damit sie auch bessere Chancen im Leben erhalten. Wir sind hier, stehen wir hier mitten in der Konstruktion und wir sind sehr glücklich, dass wir im August, so wie es aussieht, eröffnen können. In der Zwischenzeit haben wir einen Direktor gefunden, der uns helfen wird, in den nächsten Monaten alles vorzubereiten, dass wir dann im August loslassen können. Es ist auch etwas Wunderschönes, weil wir schon geplant haben, mit dem Kindergarten der ersten Klasse anzufangen und da auch schon Englischunterricht zu geben. Das Ganze wird jetzt sehr interessant. Sobald dann das Gebäude steht, fangen wir an mit der Inneneinrichtung und mit dem Malen. Und jeder Schritt wird immer interessanter werden, weil es ist so interessant, das Ganze wachsen zu sehen. Die
letzten Tage hier vor der Eröffnung waren wirklich sehr spannend. Es waren alle sehr aufgeregt, es haben alle mitgeholfen, es haben alle mitgestaltet. Sogar die Kinder, sie haben uns geholfen, die Klassenzimmer zu gestalten. Seit 2010, wo wir den Grundstein gelegt haben, auf diesem Grundstück hat sich hier ganz, ganz viel getan. Es stand hier ja kein einziges Haus auf dem gesamten Gelände und wir haben dann begonnen, unsere Schule zu bauen und konnten dann bereits 2012 fertigstellen und eröffnen. Und seitdem hat sich ganz, ganz viel getan. Es sind schon einige Kinder wieder aus der Schule fertig geworden. Das macht mich natürlich sehr, sehr stolz. Als ich Mario die Schule auf der Bühne bei einem Großevent übergeben habe, war das für mich ein ganz besonderer Moment. Denn diese Wertschätzung und Anerkennung jemandem zu übergeben, der außergewöhnliche Leistung gebracht hat, ist etwas ganz Besonderes. First of all, congratulations from the bottom of my heart to your school in Honduras. We choose this school for you because you are a man who takes responsibility. You are a hero for all of them here because you make them happy, and this is why I'm so proud that I can give you this school a big hand. Today everybody is coming to see the school, and especially Mario Oreja. And we know that he will support the school, and everybody is very happy about that. So we will now drive around 3 hours to the Ceiba. And we are looking forward to see our school tomorrow, the kids. This will be really great days for us, because to be really a part of it, to look what's really going on in such a school, it's a different story as only seeing picture or movies. And this is why I'm so happy that you joined this trip together with us. Ich hatte das Glück, dass ich bei der ersten Schule schon dabei war. Das ist jetzt 8 Jahre her und das war für mich damals, die Eindrücke waren unglaublich. Ein komplett anderes Level. Das kann man mit der Emotion gar nicht vergleichen, mit der neuen Karrierestufe. Gestern ist das 1000-mal mehr und ich freue mich wirklich, heute das Ganze nochmal zu erleben. Aber heute ist es anders, weil heute ist es irgendwie, es wird mir gewidmet. Einfach Wahnsinn. Ich bin sehr aufgeregt. Big honor for me. Thank you, kids. Muchas gracias. Yeah.
This is Mario. Hello. And Mario will take care in the future also that you are supported for the school. Now we start with the dedication, and I'm really proud that we can dedicate this school to you. And here's the sign from the bottom of our heart to Mr. Mario Oreccia. Sehr emotional, wirklich sehr emotional. Man kann es eigentlich gar nicht in Worte fassen. Also man muss wirklich selber hier sein. Ich habe zwar gewusst, dass ich heute zu meiner Schule fahre, aber es ist ganz was anderes, wenn du selber vor Ort bist. Also speziell hier, natürlich in meiner Schule, werde ich, solange ich lebe, auf jeden Fall Verantwortung für diese Schule nehmen und werde zusammen mit meinem Team für diese Schule treffen. Als ich das erste Mal erfahren habe, dass ich eine Klasse gewidmet bekomme in Mario Schule, war ich voller Emotionen, aber es heute mit live zu erleben, ist eine komplett andere Welt. Also hier mittendrin mit den Kindern zu sein, den Spirit zu spüren, das, was hier die Gemeinschaft zusammen macht für die Kinder, dass wir hier wirklich die Welt ändern und eine Zukunft anbieten, die anders sein wird für die Kinder, das ist einfach wirklich fantastisch. Was waiting for that moment, but I was not thinking that it will be that touching on an emotional high level. It's a big honor to have our own classroom here, and I'm happy to see the children so happy when they go outside the school, and I'm very pleased that we can help these kids in our business way, what we are doing. Es ist ein komplett ergreifendes Gefühl, mein Bild hier zu sehen. Es hat mich emotional sehr ergriffen, und ja, das Ganze wird in weiterer Folge, dann werde ich darauf schauen und mich um die Schulklasse kümmern. Und natürlich hat mich so ergriffen, dass ich noch härter und noch an meiner Karriere arbeiten kann, damit ich selber meine eigene Schule habe. Weiter Erfolg. Man muss es selbst erleben. Man muss es einfach selbst erleben. Man sieht es zwar immer im Fernsehen und hier und da, aber wenn du es selbst erlebst, dieses Gefühl hier zu sein mit den Kindern, vor allem wie die ticken und wie die denken und wie sorgenfrei die eigentlich sind und wie die einfach in den Tag hineinleben und Spaß haben und Freude, einfach Wahnsinn. Ne? Also mir ist besonders hängen geblieben, dass diese Kinder so eine Gemeinsamkeit, dass die alle gemeinsam immer alles tun. Die wird zusammen gewartet beim Essen, dass erst wenn jeder das Essen am Tisch hat, dann wird noch gebetet und dann wird gegessen. Also das ist wirklich eine Einheit, kann man sagen, von den Kindern im Kindergarten hier und bis zur 6. Klasse. Und alle vertragen sich, und das ist mir hier ganz besonders aufgefallen. Man schaut auf die Kleinigkeiten, und das ist sensationell. Nicht nur Geld geben, sondern wirklich eine Zukunft geben, dass sie eine Zukunft eben haben und in Zukunft einen Beruf erlernen können und auf die große weite Welt hinausgehen können. Thank you.
this has left a very deep thing in my heart, because this will help a lot in the future to do more, much more, because I really want a school for myself also. Experience of a difficult country, experience of people that need help, that live in a difficult situation. So proud to be part of this project inside this difficult situation. Wenn du vor Ort bist, dann verstehst du erst, wie es wirklich Menschen geht, die keine Chance haben im Leben. Denn unser Ziel ist es ja auch, mit dieser Schule denen zu helfen, die wirklich gar keine Chance haben im Leben, denen eine Schulbildung zu ermöglichen für ihre Zukunft.